Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Wir machen uns heute ein richtig leckeres Mini-Zupfbrot mit Kräuterbutter und die Zutaten, die wir dafür benötigen, schreibe ich euch wie immer unten in der Infobox und ich würde sagen, ich lege jetzt gleich erstmal los und zwar wiege ich mir erstmal 125 Gramm Wasser ein. Daran gebe ich ein viertelstes Stück Hefe sowie eine Prise Zucker. Warte, und lass das Ganze erstmal 2 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 1 zergehen. Ja, Schatz, was ist? So, dazu gebe ich jetzt 250 Gramm Mehl, 25 Gramm Butter. Meine ist übrigens sehr weich, es ist auch super warm. Dazu kommt dann noch ein gestrichener Teelöffel Salz. Und das Ganze lasse ich jetzt einfach 3 Minuten auf der Teigknetstufe zu einem schönen Teig kneten. Gebe mir das dann einfach in eine Schüssel, decke das Ganze ab und lasse das für ca. eine halbe Stunde bis 45 Minuten gehen. Und dann sehen wir uns wieder. So ihr Lieben, hier hinten geht der Teig für das Mini-Zupfbrot und ich wollte 2 verschiedene machen. Ich werde einmal eins mit Kräuterbutter machen und eines mit einer richtig leckeren Zwiebelbutter. Und dafür wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie man die Zwiebelbutter herstellt. Und zwar brauchen wir dafür einmal 100 Gramm Butter. Meine ist wirklich extrem weich, denn es ist super, super warm bei uns. Den Topf habe ich übrigens nicht gespült oder so, nachdem ich das Brot gemacht habe, denn das Ganze ist wirklich super, super, ein super Teig, der lässt sich richtig schön lösen, sodass ihr da wirklich gar nicht hinterher putzen braucht. So, ich habe mir jetzt hier 100 Gramm Butter eingewogen. Dazu gebe ich einen Teelöffel Senf. Ich nehme hier scharfen, ihr könntet aber auch Knoblauchsenf zum Beispiel nehmen, den finde ich auch sehr, sehr lecker. Dazu kommen 20 Gramm Öl, denn so bleibt das Ganze auch richtig schön streichfähig. 15 Gramm Röstzwiebeln kommen ebenfalls rein, die habe ich mir jetzt schon einmal abgewogen. Dazu ein Viertel Teelöffel Salz. Also seid da wirklich nicht zu großzügig, denn die Röstzwiebeln sind ja auch schon ganz schön gesalzen. Und das Ganze verrühren wir jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 4. So, das Ganze schiebe ich jetzt einfach wieder nach unten und gebe dann ich habe 2 Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten, gebe die jetzt mit dazu. Und die rühren wir uns einfach einmal nur kurz mit unter. Das Ganze mache ich jetzt einfach 10 Sekunden auf der Stufe 3. Das Ganze fülle ich mir jetzt einfach einmal in eine Schüssel. Es riecht schon so, so lecker. Die Butter habe ich jetzt schon wirklich, ich weiß gar nicht wie oft gemacht, die kommt immer wieder richtig gut an. Nicht nur in diesem Zupfbrot, sondern auch so zum Grillen kann ich euch die nur empfehlen. Die ist wirklich super, super lecker. So, das Ganze stelle ich mir einmal beiseite und kümmere mich jetzt um die Kräuterbutter. Für die Kräuterbutter habe ich jetzt eine Frühlingszwiebel genommen, das Grüne in Ringe geschnitten und das Weiße und Hellgrüne habe ich relativ grob zerteilt. Gebe ich mir in den Mixtopf mit einer Knoblauchzehe und mache mir das Ganze einmal kurz ein bisschen klein. Und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 5. So, dann schiebe ich das Ganze nach unten. Dann kommen dazu 100 Gramm zimmerwarme Butter. Dazu kommt ein halber Teelöffel Salz. Die Frühlingszwiebel, das Grün, was ich in Ringe geschnitten habe. Sowie Kräuter eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier Tiefkühlkräuter und zwar sind das 8 Kräuter. Ich mag das einfach sehr gerne, wenn das richtig schön kräuterig ist in der Butter. Die geben wir einfach mit dazu. Das war jetzt noch so ein halber Becher. Und das Ganze verrühre ich jetzt einfach. Und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 2. Und kann jetzt einmal in eine Schüssel umgefüllt werden. So,
So, und auch die ist super, super lecker natürlich so zum Grillen. Das, was jetzt überbleibt, was ich nicht fülle in mein Mini-Zupfbrot, das wird jetzt auch dann so zum Grillen gereicht. Das sind jetzt die beiden Füllungen dazu. Ich finde die super, super lecker, sehr schmackhaft. Und wir sehen uns wieder, wenn der Teig fertig gegangen ist. So, meine Lieben, ich hoffe, mein Geschirrspüler stört nicht zu sehr. Der Teig ist jetzt 45 Minuten gegangen. Jetzt bemehle ich mir ein bisschen meine Arbeitsfläche und hole mir den Teig einmal aus der Schüssel. Und das Ganze wird jetzt einmal schön ausgerollt. Und dann habe ich mir schon einen Tortenring bzw. einen Servierring parat gelegt, mit dem ich das Ganze ausstechen werde. Ihr könnt aber auch einfach nur ein ganz normales Glas verwenden. Solltet ihr so einen Servierring nicht haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier diesen rausgesucht und werde da jetzt die Ringe ausstechen. So, dann habe ich hier eine antihaft beschichtete Form. Und jetzt nehme ich mir einfach die Kreise, die wir ausgestochen haben, und nehme jetzt hier zum Beispiel meine Zwiebelbutter und streiche die Ringe damit ein, halbiere das Ganze einmal und drücke das vorne zusammen. Und so setze ich die jetzt in meine Form. Also ich nehme mir einen Ring, gebe ca. einen Teelöffel der Füllung darauf, lasse die Ränder frei, klappe das Ganze zusammen, drücke das vorne ein bisschen zusammen und gebe das dann daneben in die Form. Und so gehe ich jetzt einmal Reihe um. So, jetzt habe ich ja ungefähr so die halbe Form damit ausgefüllt. Dann nehme ich jetzt für die andere Hälfte nämlich meine Kräuterbutter her und verfahre damit aber ganz genauso wie mit der anderen Butter eben auch. Das heißt, ich schmiere das einfach ein, klappe das zusammen, viertel das Ganze und setze mir das in meine kleine Springform. Die hat übrigens einen Durchmesser von 15 cm. Wenn ihr eine größere Form nehmen wollt, dann könnt ihr einfach die Teigmenge verdoppeln. Das geht dann auch wunderbar. Und wenn ich jetzt mit den Teigringen fertig bin, dann nehme ich mir einfach nochmal meinen Hefeteig und das Ganze wird dann nochmals ausgerollt und dann werden wieder Kreise ausgestochen und so setze ich mir das einfach Reihe um. Gehe dann natürlich in die nächste Spalte, setze da ebenfalls wieder welche rein. Das sieht nachher optisch wirklich richtig toll aus. So schaut das Ganze dann fertig aus. Sieht doch jetzt schon richtig niedlich aus. Das kommt jetzt für ca. 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen, bis es einfach richtig schön goldbraun ist. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe das Zupfbrot jetzt gerade aus dem Ofen geholt.
und nehme das Ganze jetzt einmal aus der Form und setze mir das gleich erstmal rüber auf einen Teller und stelle das Ganze dann schon mal auf den Tisch und da kann es noch ein bisschen abkühlen, bis es dann eben gegessen wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seht, es ist wirklich kein Hexenwerk. Es ist schnell gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.